Die Future Days in der Tourismusschule Bad Hofgastein konnten heuer nach einem Jahr Pause wieder direkt in der Schule über die Bühne gehen. Möglich wurde das durch ein strenges Corona-Konzept mit 2,5G Einlasskontrolle, FFP2 Maskenpflicht und zeitlicher Taktung der angemeldeten Besucher. Wir haben auch diese Woche keine Covid-Fälle bei uns an der Schule gehabt. Aus diesem Grund haben wir uns im Einvernehmen auch mit der Bildungsdirektion und unserem Schulerhalter der Wirtschaftskammer Salzburg dazu entschlossen, das gestern und heute durchzuführen, und es ist äußerst wichtig. Wichtig vor allem für die Schulinteressenten, um die TS Bad Hofgastein mit ihren drei Zweigen vor Ort erleben zu können. Einerseits gibt es die international bekannte 6-jährige Skitourismusschule, dann die 5-jährige höhere Lehranstalt für Tourismus mit der neuen Vertiefung Trendsport, Health and Lifestyle und zu guter Letzt die 3-jährige Hotelfachschule mit der Meisterklasse Kulinarik. Dreimal ein Mix aus fundierter Allgemeinausbildung und jeder Menge Praxis. Also mir gefällt es voll, dass es so unterschiedliche Zweige gibt, und das mit Tourismus taugt mir auch voll. Also ich finde die ganze Schule auch voll cool, und auch das mit dem Internat, dass das so direkt nebeneinander ist, das gefällt mir. Ja, mir gefällt das auch voll, und das mit dem Wellnesszweig finde ich voll cool, einfach das Sportliche und das Abwechslungsreiche auch neben der Schule. Also vom ganzen Rundherum, ja, alles am modernsten letzten Stand. Das, was schön ist, dass viel Spaß dahinter steckt und dass es nicht einfach ein Sitzen in einer Klasse ist mit einem sturen Hineinlernen, dass man mit viel Praktiken zu tun hat, kombiniert mit Sport, super Sache. Die Tourismusschule Bad Hofgastein hat bei den Future Days scheinbar wieder einen guten Eindruck hinterlassen. Die Gasteiner Vorzeigeschule hat auch schon viele erfolgreiche Absolventen hervorgebracht. Einer von ihnen ist Spitzenkoch Andreas Döllerer. Und 25 Jahre nach ihm besucht nun sein Sohn die Tourismusschule. Es ist irgendwie ein familiäres Feeling, und das führt sicherlich dazu, dass die Eltern die Kinder gern herschicken, weil man eben sie behütet weiß. Und zum anderen, denke ich, ist es einfach eine hochqualitative Ausbildung, und diese Faktoren gemeinsam machen es dann erfolgreich, glaube ich. Andreas Döllerer ist auch mitverantwortlich, dass es heute die Meisterklasse Kulinarik gibt. Das Besondere daran ist eine intensive Kooperation mit den Köchen der schönen Restaurateurs, die regelmäßig verschiedene Spitzenköche an die Schule bringen, die dann mit den Schülern arbeiten. Ja, die Idee ist großartig, will einfach die jungen Schüler da praxisbezogen ein bisschen Workshops miterleben und ja, die Kreativität einfach vor allen Kollegen ein bisschen inhalieren und mitnehmen können. Also praxisnah und ein besserer Bezug zum richtigen Leben kriegst du eigentlich nicht mehr. Wenn einer weiß, was regionale Küche ist, dann ist das Jeremias Rietzler. Bei den Future Days kochte er mit den Schülern Gerichte aus seiner Heimat und hatte dabei jede Menge Spaß. Ja, lustig ist es. Sie sind sehr aufgeschlossen. Sie verstehen Gott sei Dank auch mit dem Walser Dialekt einigermaßen, und na, sie sind motiviert und viele Hände, schnelles Ende. Das ist natürlich so ein Traum, wenn man 10 wissbegierige, in Anführungszeichen Lehrlinge, in dem Fall Schüler, hat, wo einen da unterstützen. Ich habe natürlich Walser Käsknöpfli mitgebracht. Die haben wir noch ein bisschen abgewandelt mit einem Spinatknöpfli. Also wir haben grüne und weiße Knöpfli gemacht. Ein einjähriger Bergkäse aus dem großen Walsertal von der Sennerei Marul haben wir mit angeschwenkt, und das Ganze schlänzen wir am Schluss nochmal durch einen 5-jährigen Bergkäse von meinem Freund, vom Flo aus Graubünden, von der Sennerei, an der mit durch. Der gibt uns nochmal richtige würzige Aromen und der letzte Kick für das Gericht. Röstzwiebel, Schnittlauch und frisch gemahlener Pfeffer ist sowieso obligatorisch. Lernen von den Besten kann niemals schaden, und derart innovative Ansätze sind ein Motor dafür, dass sich viele junge Leute für Berufe in der Gastronomie und Hotellerie entscheiden. Ich kann nur ein Beispiel nennen. Vor einem Jahr wurde unsere dritte Meisterklasse Kulinarik mit 22 Schülern und Schülerinnen. Es war der erste Durchlauf fertig, und von diesen 22 Schülerinnen und Schülern, zu denen haben wir weiterhin Kontakt, sind 95% sehr wohl auch in der Gastronomie geblieben, sehr viele auch in der Küche. Gerade auch aufgrund dieses Kulinarik-Schwerpunktes, daher kommen sie auch zu uns. Und natürlich ist eine Ausbildung an einer Tourismusschule, glaube ich, wirklich prädestiniert dafür, zukünftige Fachkräfte auszubilden. Sie lernen auch bei uns alles kennen, durch Restaurantunterricht, durch den Kochunterricht, durch unser Lehrhotel, das Alpenhotel Gasteinertal, das gleich daneben ist. Und die sind durchwegs begeistert und sehr stolz, was sie schon machen durften und was sie auch wieder erlernt haben. Auf diesen nährreichen Boden können große Zukünfte gebaut werden. Gesät in der Tourismusschule Bad Hofgastein.